Moinsen und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Heute geht es um die Skelett-Four. So gesehen eigentlich nichts Besonderes, doch jedem Spieler wird, denke ich mal, aufgefallen sein, dass es auf der gesamten Welt 9 Four gibt. Allerdings sind von diesen 9 Four nur 3 aktiv, also gerade mal ein Drittel. Unter den 3 aktiven Four befindet sich Keelhaul Fort, Sharkfin Camp und The Crow's Fortress. Die nicht aktiven hingegen sind Kraken's Watchtower, Skull Keep, Old Boot Fort, Lost Gold Fort, Sailor's Not Stronghold und zuletzt Hidden Spring Keep. Betrachtet man die inaktiven Four, so fällt auf, dass diese sich zum Teil deutlich von den bereits aktiven unterscheiden. Die momentan Four, welche aktiv werden können, haben einen großen Unterschied zu den meisten anderen inaktiven. Bei den jetzigen ist es nämlich ohne Probleme möglich, mit dem Schiff von der Seite auf die Skelette zu schießen, um diese dann zu besiegen. Bei den bislang inaktiven gestaltet sich dieses Vorhaben deutlich schwieriger, da diese vielmehr an eine starke Festung erinnern und teilweise sehr hoch auf einer Klippe stehen. Eine Gemeinsamkeit haben aber alle vor. In jedem ist eine Schatzkammer und auch ein Thronsaal vorhanden, wobei diese natürlich je nach Vor unterschiedlich ausfallen. Stellt sich die Frage, warum sind nur 3 der insgesamt 9 Four aktiv? Meine Antwort ist natürlich nur eine Spekulation, aber ich denke, dass es etwas mit dem Update rund um Cursed Sail zu tun haben könnte. Momentan kennen wir nur die Skelettkapitäne, welche wir entweder in den Seelenorden-Missionen oder in einem Skelett vor besiegen können. Eventuell kommen mit Cursed Sails die Skelettlords, welche schwerer zu besiegen sind und auch eine bessere Festung benötigen. Gleichzeitig bekommen diese vielleicht andere Fähigkeiten, was sie zusätzlich schwerer zum Besiegen machen würde. Natürlich müsste daraufhin auch der Loot in solch einem Four besser sein. Vielleicht wird es eine Staffelung sogar danach geben, um was für ein Four es sich handelt. Old Boot Four zum Beispiel hat sehr hohe Klippen und ist relativ schwer wahrscheinlich einzunehmen, würde da zum Beispiel deutlich mehr geben als The Crow's Fortress. Eine weitere Theorie betrifft direkt die Skelett-Crews, welche mit Cursed Sails kommen werden. Die inaktiven Four könnten den Skeletten eine Möglichkeit geben, sich zurückzuziehen, um dann wieder von diesen neue Raubzüge zu begehen. Die inaktiven Fours wären dann so etwas wie unsere Außenposten halt nur für die Skelette, was aber nicht bedeuten soll, dass wir dann so gesehen diese Skelett-Außenposten nicht angreifen können und dort keine Schätze finden, nur dass dann die Aufgabe, diese einzunehmen, deutlich schwieriger wird. Das sind meine Vermutungen. Aber wie sieht es mit euren aus? Lasst mich das mal in den Kommentaren wissen, denn ich denke, diese 6 Four, die werden schon für irgendetwas gut sein, ist die Frage nur für was. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord, euer Chef.